So, damit herzlich willkommen zu einem neuen Part von Batman Return to Arkham. Wir haben gerade Harley Quinn verloren. Aber dafür haben wir uns schön hier geprügelt. Und ich habe gesehen hier, mein Umhang ist im Arsch. Ey, das kann nicht wahr sein. Nicht, aber auch nichts hält hier. Oh, hallo. Hat er Zähnchen? Na. Und die Urlauber. Bam! Oh, 5. Okay, habe ich also alle anscheinend hier zerstört. So, waren wir oben schon mal? Ich glaube nicht. Da leuchtet so viel auf. Da sind wir wieder. Hallo. So, dann werden wir uns hier mal hacken. Schon Stufe. Ach, hat den, ist das Stufe 2 oder hat er nur 2? Nee, ist wahrscheinlich Stufe 2, aber da. Patientenberuhigungssystem deaktiviert. Okay. Jetzt könnte man nicht quasi wieder runter. Oder warte. Das ist doch hier von, genau. Von zwei Personen, eine Stimme und so. Und zwar der Bauredner. Und da ist er nämlich, der Kleine. So, könnt ihr euch wieder durchlesen, oder? Wunderbar. So, wo geht's denn hier hin? Hier ist bestimmt irgendwas zum Einsammeln. Irgendwas, was der gute Christian braucht. Oder was zum Uff machen. Und zwar da unten. Stufe 3, das ist für mich ja kein Problem. Ja, easy game, Alter. So. Dann haben wir hier unten ein Ticket, feine Toilette. Ah, okay. Ach, wo sagen wir das bloß ein Durch? Die öffnen? Nö. Den müssten wir aber eigentlich hier alles haben, oder? Okay, da sind wir auch gekommen. Die Zellen muss ich mir jetzt, glaube ich, nicht alle angucken hier. Oh, der Nacken da. Hier ist anscheinend keiner. Okay, wo müssen wir hin? Der zeigt er mir irgendwie gerade nicht an, oder? So, nur Harley Quinn fest, zerstört die Talproduktion. Okay, erstmal Harley Quinn suchen. Also müssten wir erstmal hier lang wieder. Und vor allen Dingen den Timer wieder stellen. Toll, ich darf mal vergessen, aber ist egal. Oh, wo geht's denn da gut lang? Hey! Tür verschlossen. Das macht nichts. Wir nehmen einfach eine andere Tür, die offen ist hier. Kann ich hier irgendwas aufhacken? Ne, man muss gleich mal den Detektivmodus an hier. Da ist doch was zum Hacken. So. Na, ja. Jetzt aber. Jetzt schlägt C13. Achso, der war ja hier. Verschlossen. Dann kannst du mich mal. Da kann ich gar nicht rüber, weil dann kriege ich ja gleich erstmal ein paar Indie-Shanner-Outs. Da drüben. Hallo? Komm her, du Schwein. Hey! Was ist er denn? Komm mal her. Von der. Alter, die Schreie. Wow. Das ist schon echt ein bisschen eklig. Das finde ich. Ich bin aber noch keine Pussy. Ich scheiß mir immer gleich ein. So, was haben wir denn hier vorne für einen Raum? Der ist ja. Wow. Der. Ich verliere die Geduld. Du betrügst. Das musst du einfach. Der Kalenderman. Denn ohne Besonderheit. Denn ohne sehr coole Besonderheit, die werde ich euch mal jetzt kurz vorspoilern. Und zwar bei Arkham City kommt der Charakter nämlich so vor, der sitzt auch im Knast. Und da musst du mal zu bestimmten Feiertagen hin. Und erzählt immer eine Geschichte dazu, dann so ein Reim. Da hat er ja so einen kleinen Splint für. Und das Coole ist, dafür gibt es halt ohne Trophäe.
Und die kann man aber relativ schnell faken, indem man einfach die Konsole auf den jeweiligen Tag einstellt. So eine Liste, die gibt es so um online irgendwie zum Anschauen, wann zu welchem Tag man da ungefähr irgendwie muss. So müssen wir jetzt eigentlich hier hoch, glaube ich, aber. Ja, bitte einmal scannen. Hallo. Prometheus war von allen Wächtern in Arkham. Derjenige, der am schnellsten lesen konnte, oder? Oh. Du über Hecken? Will ich haben. Na, anscheinend nicht. Okay. Egal, weiter geht's. Hier kann ich. Oh, nichts. Hacken. Ja, ist okay. Geh ja schon. Oh, oh. Sieh an, wer jetzt aufgetaucht ist. Der trottlige Ritter persönlich. Wie läuft's denn so? Ich habe ein kleines Problem für dich. Siehst du die beiden Wachen da drüben? Ich weiß. Ja. Schrecklich. Wie willst du sie retten? Nein, das wollte ich gar nicht machen. Ja, das wollte ich auch gar nicht machen. Ich wollte eigentlich die Kiste zerstören. Das ist echt eine Frechheit. Ja, ist okay, ich hab's ja verstanden. So. Ja, bla bla. So, jetzt hier auf der Tür. Kann ich überspringen? Sieh an, wer jetzt aufgetaucht ist. Der trottlige Ritter persönlich. Halt die Wie Fresse. Läuft's denn so? Ich kann mich nicht beklagen. Ich habe ein kleines Problem für dich. Ja. Siehst du die beiden Wachen? Marek. Ich weiß. Schrecklich. Wie wenn unfair. Du betrügst Ben. Ich betrüge. Um den Druck zu erhöhen. Bleibt noch einer. Oh, warte. Ein Mädchen könnte sich stundenlang mit so einem Spielzeug vergnügen. Ist klar. Halt durch, Louis. Batman holt dich runter. Ja. Na los. Wollte schon sagen. Ey, warte mal. Oh, jetzt hast du nur noch 30 Sekunden, um rauszukommen. Ciao, ciao. Wir sitzen in der Falle. Sie hat uns mit einer Bombe eingeschlossen. Aber warte doch mal. Das schaffen wir, das schaffen wir. Das ist ja kein Problem. Hier, ne? Hat sich in den Jahren wenig verändert. Der Ruf war ruiniert, aber ich schwor, das zu ändern. Als die Häuser wieder auferstanden, sah ich die Zukunft. Eine wundervolle Zukunft. Ich kann mir jetzt einfach nicht zuhören, weil ich gerade echt Zeitdruck bin. Oh, übel. Nein. Oh Gott, Alter. Loser, loser, loser. Ja, das stimmt. Da muss ich mir jetzt... gebe ich zu. War jetzt nicht der beste Trick. Egal, wir probieren es gleich nochmal. Ja, ist okay. Ja. Sieh an, wer jetzt muss erstmal den da hinten. Ja. Wie so? Super. Oh. Ich habe ein kleines Problem für dich. Siehst ist das du so? Die beiden Wachen da drüben? Ja. Ich weiß. Oh, warte mal. Wie willst du sie retten? Nee, guck doch nicht. Ja, sah jetzt nicht so aus, als wird da. Ist ja okay. Ist das jetzt dein beschissener Ernst hier? Er wirklich? Er war. Oh
ein schönes Pärchen ab. Ey, das gibt's nicht. Ja. Die Sache wird zu heiß. Es wird heiß. 3, 2, 1. Mr. James, gibt's das nicht der Rieche? Weißt du, ich glaube, das ist. So, und jetzt. Ey, das hätte sich nicht beschissen, dein Ernst. Die Insel hat sich in den Jahren wenig verändert. Der Ruf war ruiniert, aber ich schwor, das zu ändern. Als die Häuser wieder auferstanden, sah ich die Zukunft. Das kann halt nicht wahr sein, ey. Bye, bye, Bats. Denn sag mal, fick dich. Einfach nur. So, dann probier einfach nochmal. Ist ja kein Problem. Ja, ja, ist klar. Ja, Quatsch, bin ich voll. Hm, ja, hm. Ja, danke, tschüss. Der trottlige Ritter persönlich. Wie läuft's denn so? Klasse. Könnt ihr auch nicht besser laufen? Ja, dich. Ist ja kein Problem. Ja, die sehe ich. Schrecklich. Hm. Zeit, den Druck zu erhöhen. Einer Wiener. Ein Mädchen könnte sich stundenlang mit so einem Spielzeug vergnügen. Das stimmt. Halt durch, Louis. Jeden Moment kommt der Strom. Yeah. Ich bin halt ein guter, ne? So. Oh. Mhm. Ja. Jo. Ja. Oh, jetzt hast du nur noch 30 Sekunden. Das ist sick. Mhm. Tschüss! Du musst das Sicherheitstor zerstören, beeil dich! Did Mike. So, warte mal. Boom! Schnell, raus hier! Jo. Beweg dich, raus hier! Ich gerne. Ich dachte, wir würden beide da drin sterben. Jetzt bist du in Sicherheit. Bist du hinter der irren Hexe her? Als wir rauskamen, sah ich, wie sie losging. Die wird nicht entkommen. Erst halte ich sie auf und dann ihren Freund. Gut. Hör zu. Ich versuche, das Belüftungssystem zum Laufen zu bringen. Wenn du sie findest, schon sie nicht. Ich bitte dich. Niemals werde ich diese Frau schonen. Aber jetzt würde mich natürlich interessieren, deren Aufwand sich überhaupt hier lohnt hat. Oh. Schau mal kurz. Ob der trotzdem überhaupt gespeichert war? Nee. Siehst du, warten wir es nicht. Frechheit. Na gut. Vielleicht können wir ja. Was war das, das er benutzt hat? Ah, nee. Das war nicht voll mit der Bombe. Scheiße. Das ist alles, was ich weiß. Ja. Danke, Batman. Du. Ja, kein Problem. Immer wieder gerne. Du kleiner Saftsack. Mann, 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 ey. Schade, schade, schade. Aber wir haben es ja zumindest gehört. Für Let's Play haben wir alle Informationen rausgeholt. Boom. Und dann jetzt geöffnet. Vielleicht eine Popcornmaschine? Muss ich überhaupt hier lang? Ich weiß es nicht. Oh, nee, da war ja die geile Trophäe, die ja... Lichtbärfuchs verliert. Oh. Aber die Frage trotzdem nicht dahin. Oh. Aber so aus dem Nichts. Wo ist die? Wo kommt die her? Wo kann ich da hin? So, da war da gleich einer. Nee, du Schwein. Wo war der andere? Das ist mir gleich die Schreie hier.
Okay. Ja, in der Eichschau. Den denke ich mir, da irgendwas hat sich doch hier bewegt. Genau. Zähnchen. Oh. Ey. Sehr guter Mann. Ja, komm ja schon. Was? Wo? Wo ist er denn? Wo sitzt er denn, der Irre? Oh Gott. Ich höre ihn aber, ich sehe ihn nicht. Da oben. Oder was? Ah, doch, da oben. Okay. Dann können wir jetzt mal gucken, bei den Zellen hier, ob wir da irgendwas haben. Irgendwas zum Abfotografieren. Ich habe jetzt auch natürlich die Nachricht vergessen zu lesen. Die der Riddler uns aufgetragen hat. Aber okay. Wir sehen noch ein paar mehr. Oh! Oh! Der Trophäe. Ich krieg ein Kind. Gib mir die. Okay, hier haben wir nichts weiter. Haben wir da irgendwas? Nee. Was ist das hier? Na, wer wird der wohl sein? Oh, zu klein. Vote Dent. Naja. Ist ja relativ einfach für Leute, die sich auskennen. War Two-Face, klar. Krieg euch nochmal zum Durchlesen hier. Mhm. Und zip. Und zip. Wunderbar. Aber wie komme ich jetzt an diese Trophäe eigentlich ran hier? Die muss ich ja bestimmt irgendwie öffnen können mit irgendwas. Ah, okay. Sehr gut. Okay, da müsste ich wahrscheinlich sowieso lang. Weil. Wow! Der da eh zu ist, also. Aber kranker Drecksack, schreibt mich da direkt an. Ja. Vergessen, wir sind nicht so nett von dir. Ja. Danke dir und tschüss. Aha. Okay. Da ist da jetzt offen. Aber ich würde ganz gerne genau nochmal zu diesen Riddler-Trophäen zurückkommen. Erstmal mit ihnen hier nochmal schnell gleich platt machen. Hey, du Schwein. Boom. Zang. So, dann kriegt ein hier nochmal was aufsprengen. Hat er jetzt, oder? Er ist einfach in die Mauer geglitscht. Kann ich auch drei machen? Bestimmt, wa? Geil. Sehr schön. So, und der in der Mitte wartet mit der Trophäe, oder? Ah, man sieht es natürlich nicht so ernst. Da muss doch der gewesen sein. Nein! Doch. Warten gerade. Was war denn hier drinne? Einfach gar nichts, oder? Nö. Okay. Dann brauchen wir dann hier weiter nachschauen. Dann können wir um durch die Tür durchjumpen. So. Oh. Ja, danke. Scan mich von hinten. Das ist mir. Ey! Meine Schokoladenseite. Wollte anscheinend nicht. So. Was haben wir denn hier? Ach. Ganz allein in deiner Zelle. Das überlasse ich Ihnen, meine Liebe. Schnapp ihn! Ich vermute mal, dass das jetzt hier ein Bosskampf wird oder so, ne? Na, kommt mal her, meine kleinen Burschis. Ach, komm. Wow. Ich würde ganz gerne hier hoch. Aha, wir sind jetzt ziemlich alt in der Stromklinge. Heizt mir mal ein. Aber ist der ja nicht bei uns.
Ey! Oh, oh, oh. Oh, der war noch nicht. Boom. Na, guck mal her, Mitglieder. Na, gerade nicht, nö. Ja, war anscheinend ohne, wa? Oh. Na? Du bist tot, Batman! Hä? Ich setz dich unter Strom. Hey. Du bist K.O.? Na, guck mal her, meine Brüderchens. Wisst ihr was davon? Bam, Alter, bam, bam. Und in your fucking face. Ey, ich hab drei gedrückt. Nee, hab ich nicht. So. Er hat's wieder geschafft. Ich glaub's nicht. Ja. Ich bin auf dem Weg. Ups, der Plan hat sich geändert, Kindchen. Wieso? Aber ich hab mein Bestes gegeben. Tut mir leid, aber der zweite geht leer aus. Du stehst leider nicht mehr auf der Partyliste. Vielleicht hast du das nächste Mal mehr Glück. Nein. Wieso steht neben einigen Namen ein Lächeln? Du bist der Detektiv, sag du es mir. Rein mit dir. Du kannst Mr. J nicht finden. Er ist im Geheimlabor in den Gärten und... Verdammt! Ja, ich weiß. Aber er holt mich raus. Du wirst sehen. Ja, du wirst schon sehen. Du wirst ihn nicht finden, er ist im Geheimlabor bei den Gärten. Also, ich bin hier fertig. Harley ist überwältigt und ich habe ihre Abdrücke gescannt. Wo kannst du das Geheimlabor in den Garten finden? Ja, Harley war überall auf der Insel. Also stelle ich den Scanner so ein, dass er nur Abdrücke zeigt, die Chlorophyllspuren aufweisen. Okay, pass auf. Ich habe den Raintech-Satelliten so umgeleitet, dass er Wärmespuren auf der Insel zeigt. Die Gärten werden als sehr heiß angezeigt. Da passiert etwas Schlimmes. Was ist denn mit dir? Oh. Botanische Gärten. Ja, da freut mich doch drauf. Aber da werden wir erstmal am nächsten Mal natürlich hingehen. Der Joker hat gewonnen. Du weißt es nur noch nicht. Oh. Hat sie jetzt nicht? So, ich dachte. Irgendwas muss ich da aber hier... Ah, ja, warte mal. Wer ist denn da drinne? Wer wird denn hier drinne sein? Alles voller Eis. Objekt versteckt. Frechheit. Objekt versteckt. Hä? Ah. Ja, unser Eisbedienter Mr. Freeze. Auch dargestellt von Arnold Schwarzenegger seinerzeit. In Batman und Robin, glaube ich, war das. Das lesen wir noch zum Abschluss. Könnt ihr das nochmal durchlesen hier. Auch ein sehr, sehr cooler Charakter, wie ich finde. Ja, und der dritte Rätsel ist gelöst. Wir haben Harley Quinn besiegt. Die flenderten ihn ab. Ja, wir sind nächstes Mal wieder. Dann werden wir eine kleine Verbesserung vornehmen. Wir entscheiden uns für... Das wissen wir noch nicht. Ja. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß noch beim nächsten Part. Und bedanke mich bei euch für die Aufmerksamkeit. Und... Bis. So, der Part ist vorbei. Wenn ihr uns unterstützen wollt, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ansonsten findet ihr uns unter Facebook, Twitter, Twitch oder Google+.
Oder ihr wollt natürlich gleich sofort den nächsten Part, wenn der hochgeladen ist. Klickt einfach auf das Video. Ich freue mich, euch dann wiederzusehen. Bis neulich.